Motoren an, Gehirn aus und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play World of Tanks und heute mit dem wunderschönen chinesischen T-34-3. Ja, kurz zu meiner Ausstattung. Ich habe auf den T-34-3 einen Geschützansetzer drauf gemacht, einen Waffrichtantrieb angebaut, weil das Ganze echt sinnvoll für diesen Panzer ist. Was nicht ganz so viel Sinn macht, ist hier die verbesserte Belüftung. Ich glaube, die hatte ich mir einfach irgendwann mal geholt, weil die so billig war. Aber na gut. Kann man auch was anderes für einbauen, werde ich vielleicht auch irgendwann mal machen. Ich habe hier auch eine kleine Ersatzteilkiste und einen Erste-Hilfe-Kasten, auf eure Empfehlung natürlich eingebaut, weil ansonsten wäre ich auch dafür zu geizig gewesen. Was aber wirklich viel Sinn macht bei diesem Panzer, ist der Handfeuerlöscher, denn wenn der Panzer brennt, das muss man einfach mal so sagen, dann brennt und brennt und brennt und brennt der und ja, der hört einfach quasi nicht mehr auf zu brennen und wenn man dann so denkt, ja, der brennt, der könnte ja jetzt mittlerweile mal vorbei sein, dann trifft der Brand das Munitionslager und dir fliegt das Munitionslager um die Ohren und das ist dann auch nicht so prickelnd, ja. Immer eine sehr feine Sache, wenn der Panzer brennt, deswegen Feuerlöscher, immer gute Investition. Und ich würde sagen, wir gehen hier gleich mal in ein Gefecht mit dem Panzer. Und ja, zum T-34-3 kann man ansonsten noch sagen, dass es halt eine Weiterentwicklung vom T-34-2 ist mit einer 122mm Kanone drauf, der 1957 entwickelt wurde. Ja, das Projekt wurde allerdings eingestellt, da man mit der Serienfertigung des Type 59, den denke ich auch alle kennen werden, begonnen hat. Ja, wir haben eine Siegchance von 46%, aber trotzdem können wir das hier locker gewinnen, denke ich. Arm X, gut. IS-3, gut. Wir haben Tigers 2, gut. Der T-32, der wird ein Problem für uns. Ja, Fakt ist, dass dieser Panzer auf jeden Fall oft unterschätzt wird. Ich finde ihn persönlich sehr gut, besonders seine Turmpanzerung ist einfach übertrieben stark. Matchmaking von dem Panzer ist auch extrem geil. Er kommt hauptsächlich in 8er Gefechte. Ab und zu kommt dann mal ein Gefecht, wo 3, 4, 9er mit dabei sind und der Rest 8er ist. Ist aber auch kein Problem eigentlich für das Ding. Und was man noch dazu sagen kann, ist, dass es halt, ja, man kann sagen, es ist eine Gelddruckmaschine, kann man es schon sagen. Weil, ja gut, jeder Premium-Panzer ist eigentlich so. Man macht auf jeden Fall Unmengen Geld mit dem Ding. Ich habe mir meinen Conqueror einfach komplett mit diesem Teil hier zusammengespart. Das habe ich gemacht innerhalb von 2-3 Wochen oder so. Und ich werde jetzt hier runterfahren und mich auf den Cap hier konzentrieren, weil die Linie mag ich nicht so. Und außerdem ist es bei dem Teil sowieso so, dass da, wo das Gelände etwas ja flacher ist und nicht so durch kleine Hügel durchsetzt ist, da ist er besser, sag ich mal. Da er ja einen sehr beschissenen Geschützneigungswinkel, jedenfalls was das Geschütz nach unten betrifft, angeht. Das heißt, ja, im Hügelkampf, sag ich mal, ist er jetzt nicht so der Beste. Aber ansonsten ist das Ding ziemlich gut. Man muss halt aufpassen, dass man nicht seitlich rausfährt. Man sollte besser sidescrapen, weil wenn man seitlich rausfährt, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass der Gegner einfach ja das Munitionslager trifft und dann fliegt er in das Teil auch um die Ohren und das ist auch nicht gerade so die feine chinesische Art. Ja, und der Typ fragt auch nicht gerade wirklich, ob das ein Testserver ist. Ja, na klar, intelligente Leute soll es auch geben. Ja, und wir verlieren da hinten die Flanke, wie es aussieht. Aber wir werden ein bisschen Druck auf die aufbauen und hoffen, dass hier mal was langkommt. Ich denke mal, der Chéri wird hier auf jeden Fall langkommen. Ich gehe mal stark davon aus, dass der Chéri hier langkommt. Oh Gott, die werden das auf... Jo, und da haben wir den Centurion 1. Dürfte eigentlich kein Problem für uns sein. Turmpanzerung eventuell. Die ISO soll sich mal nicht treffen lassen. Für die, die es nicht wissen, selbst wenn ihr irgendwie einfach nur einen trackt oder so, dann setzt ihr den Cap, das heißt, wenn ein Panzer im Cap steht, bei dem ihr wisst, dass ihr nicht durchkommt und ihr keinen Plan habt, was ihr machen sollt, schießt einfach auf die Ketten. Sobald ihr den trackt, resettet ihr den Cap.
Ja, die ISO gönnt sich den. Das halb 58. Ne, die ISO gönnt sich den natürlich nicht, dann gönn ich mir den jetzt. So, 421 Schaden und er hat bei uns keinen Schaden gemacht. Das ist natürlich sehr schön. Aber er hat unser Geschütz mit ihm mal beschädigt, sollte allerdings kein Problem sein. Verdammt, und haben wir daneben geschossen. Und ich werde mal versuchen, unsere Teammates im Cap ein bisschen zu safen. Vielleicht kriegen wir es noch gecapped. Der Atom kommen wir natürlich bei dem Ding nicht durch. Das erste Mal, dass er uns Schaden gemacht hat. Und wir laden, ihr seht schon, wir laden ja relativ lahmarschig nach. Aber der reset trotzdem ständig. Und das geht mir gerade derbe auf die Eier. Und da haben wir ihn zerstört. Gut, die Isu hat sich den geholt. Und ja, ich würde sagen, wir gehen sicherheitshalber nochmal in den Cap, obwohl die Artillerie bestimmt ja auch gleich raufbolzen wird, wie... Jupp, was sage ich? Die Artillerie bolzt ja auch auf den Bekloppter. Wie die Bekloppter... Verdammt, das war daneben. Ah, vielleicht sollten wir doch unser Geschütz reparieren. Obwohl das auch nicht mehr so lohnt, weil das sieht wirklich danach aus, als würden wir das hier verlieren werden. Also ich würde es feiern, wenn wir es nicht verlieren würden. Aber von da kommt der verdammte AMX. Der STA-1 hat es mitgekriegt, dass der AMX von da kommt. Wir müssen die jetzt schnell aufreiben, bevor wir da irgendwie Verstärkung kommt. Ich helfe mal unserem Type hier. Verdammt. Ah, das ist jetzt extrem blöde. Aber wir sind letzter Überlebender. Wir fangen noch ordentlich Schaden ein bisschen ab hier. Und wir kriegen unser Geschütz nicht so weit hoch. Ja, gut. Ja, das ist zwar ein verlorenes Gefecht. Wir haben 3 Treffer erzielt. Leider nur 878 Schaden gemacht. Ja. War im Großen und Ganzen eigentlich ein schlechtes Gefecht. Würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Deswegen werde ich das auch hochladen. Und zu den Tutorials kann man noch sagen, dass ich die natürlich weitermachen werde, wenn ich mal ein paar gute Mods finde. Versteht sich. Das heißt, ich werde mich jetzt nicht hauptsächlich auf Let's Plays konzentrieren. Und ich würde sagen, auch wenn das hier eine Niederlage war, beim nächsten Mal wird es ein grandioser Sieg. Das schwöre ich, hoffe ich natürlich auch. Und es werden natürlich noch weitere Let's Plays mit diesem Panzer folgen. Und wenn ihr mal einen anderen Panzer sehen wollt, schreibt es in die Kommentare. Wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, schreibt es in die Kommentare. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Let's Play World of Tanks sicherlich wieder. Bis zum nächsten Mal.